Ja, moin moin und willkommen zurück zu Let's Play Gothic 2 in der Nostalgic Edition. In der letzten Folge sind wir hoher Magier des Feuers geworden und haben das Auge Innos repariert. Wir können ja mal eben gucken nach dieser Robe hier. Ja, das sieht doch schon besser aus. 20, 100, 150, 50. Damit ist die genauso gut wie die Rüstung da bei... Ich weiß nicht mehr bei wem. Jora, glaube ich, war es. Nur, dass sie nochmal zusätzlich 20 Mana für uns bringt. Also passt das. Und dann wollen wir jetzt mal mit Karas sprechen und gucken, ob wir noch in Kreis 4 gelangen können. Hey, du. Ich will den vierten Kreis der Magie lernen. Gut. Alle Zeichen sind erfüllt. Tritt nun ein in den vierten Kreis, auf das dir die Macht der neuen Zauber inne ist. Du bist einen weiten Weg gegangen und Innos wird ihn auch weiterhin erleuchten. Ich will den fünften Kreis der Magie lernen. Die Zeit ist noch nicht reif dafür. Schade. Unterrichte mich. Steingolem erwecken. Ich denke, den werden wir lernen. Kostet eigentlich 15 Lernpunkte, aber wir haben ja auch 53, von daher kein Problem. Hey, du! Kannst du uns beibringen? Unterrichte mich. Großer Feuerball, starker Feuerball. Weiß ich nicht, was da die... Kleiner Feuersturm. Ich weiß nur nicht, was da der Unterschied ist. Müssen wir mal gucken. Gibt es Neuigkeiten? Ja. Also, dir sind ja sicherlich diese Gestalten in den schwarzen Roben aufgefallen. Ich bin ihnen begegnet. Da kommen wir auch schon zum Kern des Ganzen. Zurzeit haben wir eine äußerst seltene Konstellation der Gestirne. Um genauer zu sein, steht das Sternbild des Ochsen in direkter Korrelation zum Sternbild des Kriegers. Ich nehme an, du weißt, was das bedeutet. Nun, um ehrlich zu sein... Ja, schon verstanden. Also, ich kann jetzt nicht alle Hintergründe offenlegen, aber es bedeutet definitiv eine große Veränderung. Und ich mag keine Veränderungen. Deshalb möchte ich, dass du mir ein Buch aus der Stadt besorgst. Es heißt Die göttliche Kraft der Gestirne. Es kann sein, dass du ein bisschen suchen musst, aber du wirst es schon finden. Ich werde sehen, ob ich es finde. Das ist gut, und es verschafft mir die nötige Zeit, noch anderen Spuren nachzugehen. Aber lass dir nicht zu viel Zeit. Ich fürchte, Zeit ist das, was wir am wenigsten haben. Ja, ich eigentlich auch nicht. Aber trotzdem sitze ich jetzt hier... Hey, du! Zeig mir deine Ware. Als Aufnahme, nee, als Schnittlefty und... Darf man wieder die Fehler von Aufnahme-Lefty ausbügeln, denn der hat mal wieder vergessen, sein Mikrofon zu entmuten. Er hat es glücklicherweise ein paar Minuten gemerkt. Allerdings ist es dann doch etwas zu lange, als dass ich das jetzt einfach unkommentiert stehen lassen könnte. Machst du? Ach ja, mir ist eingefallen, dass er noch diese Steintafel gefunden hatte. Warum er jetzt hier schon wieder... Ach ja, stimmt, mich. Wir haben ja Kreis 4 gelernt. Das hätte er doch besser wissen müssen. Ja. Und wir haben auch schon, glaube ich, wir eben gerade die beiden Feuerzauber gelernt schon. Nee, ich glaube noch nicht. Ja, Aufnahme Lefty macht auf jeden Fall gleich mal einen... Unterweise mich. Das liegt doch einen dicken Fehler. Naja, so dick ist er eigentlich nicht. Und er bügelt ihn dann auch sehr schnell wieder aus, also alles kein Problem. Bei dem willst du nichts lernen, erstmal, glaub mir. Außer vielleicht Untote vernichten wäre ganz cool, aber halt auch irgendwie eher so gimmicky, weil. Möge. Es ist kein Geheimnis. Ihr werdet später sehen. Ich habe gestern. Ich brauche ein paar Dinge. Für mich ist das gestern gewesen, sehr viel aufgenommen. Und wenn die Folgen dann entsprechend kommen, die ich gestern aufgenommen habe. Also die letzten davon. Ihr werdet sehen, was wir eigentlich überhaupt nur noch brauchen. Jedenfalls
kaufe ich mir, glaube ich, jetzt hier gleich ein Buch und das lese ich dann vor. Und nachdem ich es vorgelesen habe, ist dann Aufnahme-Lefty aufgefallen, dass er sich gemutet hat. Und deswegen, weil das Buch jetzt gleich anfängt und ich das dann direkt lesen muss, verabschiede ich mich, glaube ich, schon mal. Und ich glaube, ich komme in einer späteren Aufnahme nochmal wieder. Ich glaube, ich habe das gestern zweimal vergessen beim Aufnehmen, also alles cool. Es ist kein Abschied für immer und ich denke auch, in Zukunft wird mir das eine oder andere Mal passieren, dass ich mich mute und es vergesse. Ach ja, stimmt. Jetzt ist ja... Ach nee, in dem Moment, das nicht stimmt. Wir verkaufen erstmal, glaube ich, allen möglichen Krempel. Ich weiß leider die ganze Reihenfolge nicht mehr so richtig, weil, wie gesagt, ich habe gestern sehr viel aufgenommen. Ja, du hast dann noch einen Almanach der Besessenen. Den könntest du eigentlich auch mal Pyrokan noch geben, aber ich glaube, du machst das nicht. Könnte ich mir vorstellen. Du bist nämlich ein Dulli und vergisst dann sowas. Du hast auch immer noch nicht dem einen Fischer in Korinnes den Brief gezeigt von seinem Fischerkollegen. Naja, jetzt lesen wir erstmal das schöne Buch und danach bin ich dann weg. Also bis dann. Magisches Wissen. Als die Götter den Menschen die Fähigkeit zur Magie schenkten, schenkten sie ihnen auch das Wissen, magische Runen herzustellen. Die Diener der Götter haben die ehrenvolle Aufgabe übernommen, diese Artefakte göttlicher Macht zu erschaffen und zu benutzen, wobei der Kreis des Magiers bestimmt, welche Zauber er in der Lage ist, zu verstehen und anzuwenden. Alle Zauber werden durch die magische Energie des Magiers ausgelöst. Jeder Zauber kostet dem Magier einen Teil seiner magischen Kraft. Manche Zauber können mit einer bestimmten größeren Anzahl von magischer Energie gewirkt werden. Diese werden auch Aufladungszauber genannt. Die Magie der Teleportation. Das Besondere an diesen magischen Formeln ist, dass sie, obwohl als Runen geschaffen, von jedem, der magische Energie in sich trägt, gesprochen werden können. Die Magie, die diese Formeln umgibt, kann sofort gewirkt werden. Es gibt keine Einschränkungen für Teleportationszauber. Ja. Aufnahme Lefty hat wohl ein bisschen länger gebraucht, das zu lesen, aber wir sehen uns dann wieder, denn jetzt fällt ihm gleich auf, dass er vergessen hat, sich zu entmuten. Bis dann. Ich habe mal wieder vergessen, mein Mikrofon zu entmuten. Jetzt habe ich das vorgelesen, ohne es vorzulesen. Macht schon Lefty dann. Gegen die göttliche Ordnung verstoßen. So ist das halt. Ja, genau. Ich wollte nochmal... Genau, wir haben noch ein zweites Buch gekauft. Das ist Wahre Macht. Die heilige Pflicht des Kundigen. Es ist seine Macht, die den Magus von den normalen Menschen unterscheidet. Er, ausgestattet mit der Fähigkeit, göttliche Kraft zu beeinflussen, ist ein Wesen, für welches die normalen Grenzen des Sterblichen nicht gelten müssen. Hat der Magus erst einmal einen Grad erreicht, der es ihm ermöglicht, die Grenzen seines Daseins zu sprengen, so kann er sich selbst auf eine Stufe über der des normalen Sterblichen stellen. Er kann Grenzen von Raum und Zeit durchdringen, selbst das Ende allen Seins, der Tod, ist kein Hindernis auf seinem Weg. Ja, das hat auch nochmal gut Mana gebracht, 5 glaube ich. Das hätte er doch besser wissen müssen. Haben die hier noch irgendwas zu sagen? Du, verschwinde! Salandrin offensichtlich nicht. Hyroka ist noch nicht zurück. Und von denen... Gibt's was Neues? Nee. Gibt wohl nichts Neues. Okay. Was haben wir denn momentan? Was wir vorher sagen können. Unser mächtigster Zauber ist dieser. Und der... starke Feuerball. Wir kaufen den mal eben. Der starke Feuerball. Kaufen wir jetzt einmal. Ist genauso stark, braucht aber weniger Mana. Haben wir einen großen Feuerball zufällig? Ja, haben wir. Der kostet sehr viel, ist aber auch sehr stark. Aber man muss ihn aufladen.
Aber das bedeutet eigentlich, brauchen wir beide. Haben wir noch einen Golem? Ja, haben wir. Gut, dann würde ich sagen, lernen wir alle drei. Und wenn dann noch Lernpunkte übrig sind, lernen wir auch noch den Eisblock. Unterrichte mich. Hey. Unterrichte mich. Gut. Ich wollte hier gucken. 18. Ja, dann können wir eigentlich den Eisblock auch noch lernen. Erzähl mir nicht, ich kenn Unterrichte mich. Niemand darf gegen die göttliche Ordnung verstoßen. Bei andererseits... Das war keine große Sache. Wir können ja nochmal eben gucken. Kreis 5 und 6. Was wollen wir denn da noch lernen? Weil dafür brauchen wir dann auch nochmal Lernpunkte später. Eiswelle ist natürlich ein besserer Eisblock, weil es direkt auf mehrere Gegner geht. Großer Feuersturm und Dämon beschwören. Auch sehr gute Zauber. Der mächtige Feuerball. Okay, okay. Und Kreis 6. Kreis 6 hat auf jeden Fall Feuerregen. Und Monsterschrumpfen, die ich auf jeden Fall beide lernen will. Und die anderen sind auch nicht gerade schlechte Zauber. Wir lassen das mal mit dem Eisblock. Bisher haben wir ihn nicht gebraucht. Falls wir ihn doch brauchen, kommen wir halt nochmal wieder. Einmal der starke Feuerball. Dann einmal der große Feuerball. Und zu guter Letzt noch der Steingolem. Den wir nicht herstellen können. Toll. Was brauchen wir für den Steingolem? Die Runen. Ah, das Herz eines Steingolems. Achso. Ja, das ist natürlich schlecht. Müssen wir erstmal einen Steingolem vernichten und dann können wir das herstellen. Aber im Minental gibt es ja welche. Also. Einen Runentisch gibt es da auch. Als ob ich nicht schon genug Probleme hätte. So, dann machen wir erstmal wieder Ordnung hier. Möglich ist alles. Großer Feuerball, würde ich sagen. Wir machen mal den starken Feuerball auf die 4 und den großen auf die 5. Nur Innos entscheidet über Recht. Frostblitz brauchen wir gar nicht mehr. Wer zählt denn sowas? Ich werde mich da nicht einmischen. Eispfeil brauchen wir eigentlich auch nicht mehr, weil das kostet 25 Mana. Das macht halt zu wenig Schaden. Die Eislanze kostet halt nur 5 weniger. Macht also eigentlich auch keinen großen Unterschied. Wer erzählt denn sowas? Und Feuerball. Erzähl mir nichts, ich kenne sowas. Wer erzählt denn sowas? Ja, also wir können den Feuerball nochmal mitnehmen als, ja, als schwächeren Backup-Zauber. Ich hätte das nicht gedacht. Und dann machen wir das Unwetter auf die 7. Ich könnte mir so etwas nicht erlauben. Und machen dann 8 und 9. Man muss eben aufpassen, was man so rum erzählt. Als Teleport letzte erstmal. So, dann gehen wir nochmal zu Gorax, weil vielleicht hat er noch eine bessere Rüstung oder einen besseren Gürtel oder sowas für uns. Ich brauche ein paar Dinge. Schwere Feuermagier Kampfprobe. Schärpe der Bereitschaft.
Schärfe des großen Feuers. Oh, das Gewand des Feuers ist besser als das, was wir aktuell tragen. Allerdings kostet es auch sehr viel Gold. Ja, den Gürtel würde ich auf jeden Fall mitnehmen wollen. Dann müssen wir einmal ein bisschen umbauen, weil wir mehr noch die Schärfe des Wassers an. Da brauchen wir jetzt auf jeden Fall den hier. Und dann können wir dir eigentlich auch noch mehr Zeug verkaufen, weil wir haben ja eigentlich noch ziemlich viel Krempel, den wir gar nicht so unbedingt brauchen. Wie zum Beispiel Amulett der Heiler, wie zum Beispiel Amulett der Priester brauchen wir auch nicht mehr. Amulett der Krieger behalten wir mal. Amulett der Erleuchtung kann weg. Das Auge Innos brauchen wir natürlich weiterhin. Das kann weg. Ring der Heiler, Ring der Heiler, Ring der Priester kann weg. Ring der Magie kann auf jeden Fall weg. Ah, der kann eigentlich auch weg. Aquamarinring, Geheimkehr, Schärpe des Feuers kann weg. Schärpe des Wassers. Gürtel der Kraft kann auf jeden Fall weg. Schärfe des Wassers kann eigentlich auch weg. Ja, dann haben wir Angst aus irgendeinem Grund. Feuerpfeil kann auf jeden Fall weg. Frostblitz brauchen wir eigentlich auch nicht mehr. Einen Moment. Warum habe ich den starken Feuerball gelernt? Weil ich nach dem Mana-Verbrauch auf der Spruchrolle gegangen bin. Das war richtig dumm. Weil der Frostblitz ist ja genauso stark. Also, beziehungsweise ist genau exakt gleich. 125 Schaden und 25 Mana. Mist. Okay, ich spiele wieder nach. Bis gleich. So, ich habe nochmal nachgespielt und habe jetzt auch schon mal alles andere verkauft. Wir haben jetzt 12.800 Gold und damit können wir die Schärpe des großen Feuers und das Gewand des Feuers kaufen. Ich habe jetzt eigentlich nicht gespeichert vorher. Ich hoffe, dass es jetzt doch... Ja, es ist tatsächlich besser. Es bringt nochmal 5 mehr Mana und 25 mehr Schutz vor Feuer. Die nehmen wir auf jeden Fall. Und dann natürlich auch die Schärpe des großen Feuers. Ich würde mich ja gerne mal von vorne sehen, aber ich glaube, das geht nicht. Das habe ich früher auch immer gesagt. Ja, vielleicht wollen wir mit Palan mal reden. Das liegt doch auf der Hand. Irgendwann muss ich. Möge Innos. Nee. Ich hätte das nicht gedacht. Na gut. So, was sollen wir machen? Pedro der Verräter, die Suchenden, Schwarzes Fell, Fernandos Geschäfte und Joe. Also eigentlich haben wir gar nicht mehr viel oder eher gar nichts mehr hier zu tun. Ach, egal. Wir gehen nochmal in die Hafenstadt. Weil wir sollten ja noch ein Buch kaufen. Ich hoffe, dafür haben wir noch genug Geld. Und ich hoffe, dass nicht Salandril der Einzige ist, der dieses Buch verkauft. Ich lieber die Finger. Ich würde jetzt mal spontan raten oder tippen, dass hier der Kollege hier drüben das Buch haben könnte. Und ansonsten wahrscheinlich Zuris. Probieren wir das mal. Zeig mir deine Ware. Er erzählt alles weiter. Die
göttliche Kraft der Gestirne heißt es. Der hat das schon mal nicht. Das weiß doch inzwischen jeder. Wirklich? Das ist der interessante. Aber dann vermutlich unser Kumpel Zuris. Das habe ich noch gar nicht gewusst. Der eigentlich überhaupt nicht unser Kumpel ist, einfach nur ein Händler-Dude. Die Probleme habe ich kommen sehen. Vielleicht hat der das, wir können ja mal ein bisschen. Können wir mal ein bisschen schneller hinlaufen. Hey! Und wer muss die Arbeit hier machen? Zeig mir deine Ware. Das ist doch kein Geheimnis mehr. Ja, perfekt. Er hat es, aber wir haben nicht genug Gold. Das ist jetzt schlecht. Er sollte lieber den Mund halten. Was können wir denn jetzt nochmal verkaufen? Robe der Heiler, 75. Ja, eigentlich können wir die verkaufen. Das ist doch kein Geheimnis mehr. Das ist ja das gleiche, oder nee, sogar noch ein bisschen besser. Das ist doch kein Geheimnis mehr. Ja, verkaufen wir die. Und ansonsten verkaufen wir. Ich könnte theoretisch den Kampfstab verkaufen, aber ich will den eigentlich noch nicht verkaufen. Weil man kann ja dieses eine Buch bei dem, wo wir eben waren, kann man dieses eine Buch kaufen, Tyrianischer Kampfstab. Und vielleicht wird der dadurch ultra krass. Das weiß doch inzwischen jeder. Aber ich habe auch hier unten so viel Zeug. Ja, wobei hier Flügel. Flügel haben wir noch. Das. Das ist doch kein Geheimnis mehr. Haben wir genug. Die göttliche Kraft der Gestirne, ja. Schlimme Zeiten sind das. Gut. War hier sonst noch irgendwas zu tun in der Stadt? Wir könnten nochmal zu Xardas, aber wir haben kein Gold mehr. Ja, ja, er wird freigesprochen. Gibt es in der Stadt irgendwas noch zu tun? Ich glaube, nein. Dann können wir wieder zum Kloster. Wir gehen jetzt trotzdem nochmal zu Xardas einfach. Einfach nur, um zu wissen, ob der noch irgendwelche Zauber hat, die wir unbedingt brauchen. Bitte sei hier. Ja, er ist hier. Perfekt. Hey. Das Auge Enos ist geheilt. Was nun? Vergiss nicht, es zu tragen, wenn du gegen die Drachen antrittst. Verliere keine Zeit. Geh nun ins Minental und töte die Drachen. Lass uns handeln. Ja, guck mal. Die Robe sieht doch eigentlich ganz chillig aus. Starker Feuerball, Angst, Feuerfall, kleiner Feuersturm. Wir gehen von der anderen Richtung. Kleiner Witzinfoskugel, 12 Rufen, Skelett erschaffen. Steingolem erwecken hätte er auf jeden Fall noch. Dämon beschwören würde ich eigentlich gerne mitnehmen. Ja, wir brauchen nochmal 200. Haben wir noch. Wir haben noch Flügel irgendwo, gell? Ja. Allerdings weiß ich nicht, ob die reichen. Ja, doch, die reichen. Die reichen. Dann gib mir bitte den Dämon. Er hat auf jeden Fall auch noch andere Bücher, die ich eigentlich auch alle gerne nochmal irgendwann kaufen würde, weil die vielleicht auch irgendwelche Boni uns bringen. Gut, dann aber erstmal wieder zu. Ne, warte mal, den brauchen wir. Kloster. Kloster, Kloster. Kloster. Ja, ja, für ihn aus. Hier war der Dude, den wir das bringen sollten. Hey, du! Vielleicht müssen wir es erst lesen. Naja, Mana plus 2, ja auch gut. Sehr gut. Wenn nun aber die Kraft des Ochsen sich vereinigt mit den Prinzipien des Kriegers, so seien alle gewarnt vor den Ereignissen, die da kommen mögen. Die
Die unbändige Kraft des Ochsen und die Zielstrebigkeit des Kriegers ist in der Lage, das uralte Gleichgewicht der Mächte zu erschüttern. Die kosmische Grenze zwischen den Dimensionen wird schwächer, so schwach, dass die Schattenkreaturen Belias auf ein leichtes in unsere Welt überwechseln können. Was so etwas bedeutet, zeigen uns die Kriege der vorderen Zeit, als das Band zwischen den Welten noch stärker war. Die Schergen des Bösen brachten Tod und Zerstörung über die Welt, und nur mit der Hilfe Innos und seines Erwählten war es den Menschen möglich, das Unheil zu besiegen. Wenn es jemals wieder so weit kommen mag, dann mag Innos uns schützen. Denn einen erwählten Innos hat es schon seit über 100 Jahren nicht mehr gegeben. Hey, du! Ah. Okay. Ich sollte das kaufen, aber er will es nicht haben. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir zum Pass. Wollen wir mal... Das Problem ist, dass Drachensnapper ja eine ziemlich hohe Feuerresistenz haben, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Aber wir probieren das trotzdem mal. Ja, das macht gar keinen Schaden. Das macht einfach gar keinen Schaden. Also... Drachensnapper müssen wir weiter mit dem Frostblitz bekämpfen. Das finde ich ja ein bisschen blöd. Aber gut. Machen wir trotzdem erstmal damit weiter. Da vorne ist noch so ein komischer Dementor. Gegen den müssen wir eigentlich den großen Feuerball ganz gut benutzen können. Vorausgesetzt natürlich, wir verfehlen ihn nicht. Da ist er. Okay. Aua. Okay, aber... Also der große Feuerball ist eigentlich nur gut gegen Gegner, die wir damit auch wirklich one-hitten. Ansonsten hat uns Kreis hier eigentlich nicht wirklich viel gebracht. Jetzt müssen wir mal gucken, weil wir müssen ja bei diesen Innos-Statuen noch irgendwie was bekommen. Macht über Wesen und Feuer erlangen. Das könnten wir bei Gelegenheit eigentlich auch mal machen, aber ich möchte jetzt nicht besessen sein oder besessen werden und deswegen lassen wir das. Hast du noch irgendwas? Was kannst du mir beibringen? Ich kann dir im Moment nicht mehr beibringen, als du ohnehin schon weißt. Tut mir leid. Was macht die Jagd? Es wird immer verrückter hier draußen. Mittlerweile sind Dutzende von diesen schnaubenden Tieren aus dem Pass gekommen. Das Jagen hier oben wird unter diesen Umständen immer schwieriger. Es kann nur noch besser werden. Ja, wir haben ja noch ein paar von denen. Was soll das denn? Von den Drachensnappern gesehen. Problem ist, hier waren glaube ich zwei. Ja, da sind zwei. Das ist schlecht. Lauf. Da ist wieder eins von diesen Drecksvieh. Nee. Dafür sind wir einfach noch nicht stark genug. Das können wir nicht machen. Zwei Drachensnapper sind einfach zu viel. Also wir hatten zwar nicht volles Mana, aber selbst wenn, das hätten wir nicht geschafft. Naja, egal. Müssen wir ja auch nicht. Dann gehen wir jetzt einfach mal Richtung
Minental. Und schau mal, was die Drachen machen. Hier dürfte ja eigentlich nichts mehr sein. Hier haben wir ja eigentlich ganz gut aufgeräumt beim letzten Mal. Als wir in diese Richtung hier durchgelaufen sind und beim Rückweg war ja nur der eine Suchende, der die Paladine da an der Tür umgebracht hat, vermutlich. Naja. Einmal speichern. Und dann gehen wir zurück ins Minental. Kapitel 4: Drachenjagd. Ja. Wir sind in Kapitel 4 angekommen. Hier liegt schon einer. Aber wer das ist und was die Drachen so machen, das werden wir in der nächsten Folge rausfinden. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Hoffe, dass ihr auch morgen in der nächsten Folge wieder mit dabei seid. Und bis dahin, ciao.